Hallo und herzlich willkommen bei BrainFun TV. Wir erzählen dir dreimal pro Woche die unglaublichsten Geschichten über Tiere, Menschen und andere interessante Themen. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Als ein Mann in Rajasthan in Indien die arme Fellnase fand, lag sie im Sterben. Doch da der Mann sehr tierlieb war, beschloss er einen Versuch zu unternehmen, das arme Tier zu retten. Er rief die Tierschützer von Animal Aid Unlimited zur Hilfe. Die Tierschützer kamen so schnell wie möglich und waren schockiert, als sie die Hündin erblickten. Sie schrieben auf ihrer Facebook-Seite, dass die Hündin in einem sehr schlechten Zustand war, dass sie nicht einmal mehr sehen konnte. Ihr ganzes Gesicht war wegen einer schlimm infizierten Wunde damals komplett geschwollen. Außerdem hatte die Fellnase etliche Kratzer an der Schnauze. Sie war so geschwächt, dass sie einfach zusammengebrochen war. Entsprechend verwirrt, hoffnungs- und hilflos wirkte die arme Hundedame, als sie vor den Tierschützern auf dem Boden lag. Sie nahmen Kara, wie sie die Fellnase nannten, mit in ihr Zentrum und begannen sie dort wieder aufzupäppeln. Die Tierschützer schrieben, es war ein langer, steiniger Weg. Kara war so schwach, dass sie intravenös ernährt werden musste. Außerdem bekam das Weibchen Antibiotika, um die Infektion in den Griff zu bekommen. Nachdem sich die Hündin ein wenig erholt hatte, fing sie wieder an, selber zu fressen und wurde von den Tierschützern nur mit sehr hochwertigem Futter versorgt. Auch die Infektion klang nach und nach ab und Caras Wunden verheilten. Dank unzähliger Streicheleinheiten und viel Liebe verwandelte sie sich nach einigen Wochen wieder in eine kräftige, gesunde Hündin. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schreib es uns in die Kommentare. Lass ein Like da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du kein neues Video mehr verpasst. Damit war es das wieder für heute. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, wünschen dir nur das Beste und freuen uns, dich beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen.